Moin allerseits, ich bin Sven von autominimalist.net und ich nehme euch mal wieder mit auf so eine kleine Tour nach draußen, wo ich auch was Leckeres kochen werde. Und zwar werde ich mir einen leckeren Erbseneintopf machen. Das passt zu diesem nasskalten Schmuddelwetter, wie wir es im Moment haben. Beziehungsweise wie wir es seit geraumer Zeit schon haben. Ich suche mir jetzt gleich ein Plätzchen und dann, schön Erbsensuppe, Käffchen habe ich auch mit. Und dann werde ich mir hier so den Tag um die Ohren schlagen. Nicht wundern, ich habe Fernglas mit, das habe ich seit geraumer Zeit eigentlich immer dabei. Das ist so mein kleines, das habe ich auch bei Wanderungen und sowas immer ganz gerne mit dabei. Großes zur Jagd habe ich natürlich auch. Da werde ich irgendwann noch mal so ein, zwei Worte zu erzählen, aber das kommt sowieso so nach und nach immer mal wieder was. So, das kleine Lager steht. Ich habe genug Schutz nach oben. Es nieselt jetzt auch noch ein bisschen. Ich könnte noch ein bisschen weiter nach hinten rücken. Aber ich habe nur mein kleines Tarp mit. Ich hatte jetzt keine Lust, ein großes aufzubauen. Ja, also ich werde jetzt gleich mit dem Schnibbeln loslegen. Wie gesagt, es gibt Erbsen, so einen schönen Erbseneintopf. Das ist bei dem Wetter einfach echt herrlich. Und ich war letztens schon draußen, da habe ich mir wieder eine Hühnersuppe gemacht. Das habe ich nicht gefilmt, weil das kanntet ihr schon. Habe ich schon mal ein Video gemacht, wo ich Hühnersuppe gemacht habe. Und Erbsensuppe hatte ich, glaube ich, noch nirgendwo dran. Und da dachte ich mir, das wird mal Zeit. Zutaten habe ich hier wieder alle drin. Und zwar einmal eine Karotte, zwei. So. Dann habe ich hier zwei Mettenden. Dann habe ich ein bisschen Speckwürfel. Sellerie, also das ganz normale Suppengrün wieder. Ein bisschen Porree. Und nicht wundern, dass da ist so ein bisschen Salz zwischen, vielleicht das Salz. Habe ich schon mit zu den Erbsen gegeben, die hier drin sind. Das sind auch Kartoffeln, die werde ich gleich noch klein schneiden. Jetzt auch noch ein bisschen Lauch. Ich sage, das war zu wenig. Und das kommt dann alles gleich nach und nach rein. Und ich werde das so machen, wie immer, dass ich wirklich alles schon in den Topf vorbereite. Dann habe ich vorgekochtes Wasser, was ich hineingieße. Und dann kommt das ab auf den Trangia und ich lasse den runterbrennen, bis er nichts mehr hat. So, ich habe noch mal ein bisschen umgebaut. Ich habe mir so eine schnelle improvisierte Diamantform gemacht. Einmal, damit ich noch ein bisschen mehr Schutz vor dem Regen habe. Das war eben zwischendurch ein bisschen stärker. Und dadurch, dass jetzt hier halt Winter ist und nirgendwo mehr Laub ist, war mir die Sichtachse zum nächsten Weg so ein bisschen zu offen.
Da hatte ich mich so ein bisschen genau in so einer Lücke positioniert. Da habe ich jetzt nochmal so ein bisschen umgespannt, dass ich zu der Seite wirklich dicht bin. Da, ja, habe ich dann den besseren Sichtschutz für mich. Jetzt kommt das vorgekochte Wasser dazu. Ja, kommt auch genau hin. Jetzt wird natürlich nochmal gut umgerührt. Ich habe, wie gesagt, so ein bisschen Salz hatte ich schon reingemacht. So ein bisschen Speck, nicht alles. Die Mettenden. Nicht Mettenden. Da muss ich euch direkt mal was richtig Cooles zeigen. Und zwar habe ich den von einem Zuschauer, mit dem ich auch immer mal über Instagram schreibe, geschenkt bekommen, wo ich mich echt riesig drüber gefreut habe. Also vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Das ist echt richtig, richtig cooler Feuerstahl. Der verkauft auch so ein paar von. Ich packe den Link zu seiner Instagram-Seite. Das macht er nicht als Firma, sondern das macht er privat so. Ich packe den einfach mal mit in die Infobox. Ich finde die nämlich echt richtig, richtig gut. Mal gucken, ob der Trang ja nicht zu kalt geworden ist. Ne, klappt sofort. Gar keine Zeit verschwenden, gleich raufsetzen. Und das Schöne, der passt gerade so noch hier mit rein. Also hätte ich nicht gedacht, aber es ist genau die richtige Größe. Vielen lieben Dank nochmal, habe ich mich wirklich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. So, ich bin aber noch nicht ganz fertig. Und zwar, ja, ich werde Messer und so gleich ein bisschen sauber machen. Aber vor allem werde ich mir jetzt erstmal auch ein Käffchen aufsetzen. Wie ihr hört, nimmt der Regen auch zu. Bin ich ganz froh, dass ich vorhin schon umgebaut habe. So setze ich jetzt auf jeden Fall im Trockenen. Also ist mir relativ egal, wie stark das heute noch regnet. Es ist zwar rostfrei, aber ich möchte es trotzdem nicht mit, ja, den Resten in die Lederscheide tun. Das ist mein neues Liebling, das werde ich euch auch demnächst nochmal vorstellen, wenn ich damit selber noch ein bisschen mehr unterwegs war. Aber zeigen kann ich das ja schon mal. Schnieke, oder? Das gefällt mir richtig gut. Der Kaffee ist auch durch. Huch. Ich bin mittlerweile, ich schnapp mir tatsächlich diese kleinen, nutze ich zu Hause natürlich nicht. Aber für unterwegs sind die einfach echt praktisch und die schmecken tatsächlich sogar. Das hat sich jetzt so richtig schön eingeregnet. Hier, ja, na, läuft alles, sieht man, ja. Ich lasse den Deckel jetzt mal drauf. Ich will keine Hitze verschwenden. Ja, ich denke mal so eine Viertelstunde. Dann sollte es Essen geben. Aber jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Und ich sage schon mal Prost. Ist bei euch gerade auch intensive Schiedwetterzeit? Also hier habt ihr auch bei den Touren gesehen und sonst die ganze letzte Zeit war ja eigentlich immer viel Regen, Regen, Regen. Deswegen habe ich jetzt auch schon länger keinen Hobokocher mehr in Verwendung gehabt. Was ich eigentlich total ärgerlich finde, weil jetzt halt genau die Zeit ist, wo man es am besten eigentlich machen kann. Aber es ist so nass, geht alles, habe ich nur einfach keine Lust zu. Deswegen greife ich da im Zweifel immer zum Trangia oder zum Espeed. Aber ich habe dann keine Lust, dann das ganze nasse Holz so lange zu bearbeiten, bis ich dann genug zusammen habe. Das habe ich oft genug in meinem Leben gemacht. Das muss ich nicht mehr üben. Das muss ich, ja... Deswegen, aber trotzdem, mal gucken, vielleicht bei der nächsten Tour im März ergibt sich mal wieder schön die Chance, ein kleines Hobo- oder Feuerschalenfeuerchen zu machen. Wäre ganz schön. Trangia mag ich auch und ja, Trangia ist mein Favorit beim Kochen, weil es sich so schön dosieren lässt. Aber das andere hat natürlich wesentlich mehr Gemütlichkeitsfaktor. Es hat ja mal was Meditatives, vor seinem Essen zu sitzen und darauf zu warten, dass das fertig ist. Na gucken, das ist eine ganz schöne Menge. Aber da sollte ich satt von bleiben und werden. Außerdem bleibe ich hier noch ein paar Stunden. Einfach so ein bisschen Waldzeit genießen. Das ist doch auch mal lustig. Ich habe dieses Tarp jetzt seit 4-5 Jahren irgendwas in dem Dreh. Und ich habe erst jetzt gesehen, dass hier so eine kleine Tasche dran ist, wo man ja so ein bisschen Schnur drin reinpacken kann. Das habe ich tatsächlich noch nie wahrgenommen.
Ja, so kann man auch immer wieder was Neues entdecken. Das ist doch schön. TAB ist, das habe ich schon mehrfach mal gesagt, aber ich kriege da immer mal wieder Fragen. Das ist das Tasmanian Tiger Basher. Das kleine, was ich eben habe, das große, wisst ihr, ist das Didi. Und das, ja, das Tasmanian Tiger Basher, das gibt es nicht mehr zu kaufen. Also da kann ich euch leider keine Tipps geben und auch nicht sagen, wo ihr das wie beziehen könnt. Das ist einfach, ich habe es damals im Ausverkauf gekauft und das wird nicht mehr produziert. Ob es das vielleicht manchmal bei eBay gibt, das weiß ich nicht. Ich habe es da noch nie gesehen. Ich habe es auch sonst nirgendwo gesehen. Also da, ja, wie gesagt, kann ich euch weder Link noch Tipp noch sonst irgendwas geben, wo ihr das herbekommen könnt. Tut mir leid. Ja, das sieht gut aus. Und dank der Mettenten, dem Speck, also ich habe nur eine Prise Salz mit reingegeben. Mehr brauchst du einfach nicht. Drang hier bleibt echt, auch nach all den Jahren, mein absoluter Liebling. Da ist einfach, ja, stimmt für mich alles. Gibt vielleicht die eine oder andere leichtere Variante, beziehungsweise gibt es auf jeden Fall, aber die ist einfach so robust, funktioniert immer. Also ich, ja, ich liebe den Drang hier. Ja, so ist noch mal ein bisschen gemütlicher. Jetzt war ein bisschen nass, aber ja, ihr wisst, Lodenpower. Wenn es mich stört, habe ich immer einen Huber, aber noch die Kapuze. Aber so ist es gemütlicher. Herrlich. Ich muss ja sagen, ich mag Regen. Also macht manchmal eine Tour schwieriger, klar, wenn alles nass geworden ist. Aber alles in allem finde ich einfach diese Stimmung, die dann im Wald ist, herrlich. Ich mag das Geräusch sehr, sehr gerne, wenn so der Regen auf dass ich die Blätter runterrasselt aufs Tarp. Und auch dieses leicht diesige, was dann kommt. Und es ist alles so ein bisschen, auch die Tiere stellen sich ja unter, also da ist auch weniger los grundsätzlich im Wald. Aber es ist einfach so eine Ruhe, die dann im Wald ist. Ich finde es einfach herrlich. Also ich genieße das echt sehr. Deswegen dieser, ja, alte dumme Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Also zur Hälfte stimmt der auf jeden Fall. Manchmal ist das Wetter auch einfach scheiße. Dann nutzt die beste Kleidung nichts. Dann kann man es zwar gut aushalten, aber schön ist es trotzdem nicht. Aber so ist gerade. Es ist jetzt auch nicht mehr wirklich kalt. Also heute Morgen, als ich los bin, war es noch echt frisch. Aber mittlerweile ist das echt, ja, eigentlich schon fast wieder angenehm. Gut, ich bin aber auch gut eingepackt. Das auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt 6 Grad. 6, 7 Grad, irgendwas in dem Dreh. Und dafür, dass wir Januar haben, ist das kein kalter Januartag. Regen wird jetzt gerade deutlich weniger und alle Vögel werden wieder aktiv. Hört ihr das? Das war wirklich eine riesige Portion. Ich bin pappsatt. Und ja, man sagt ja so schön, nach dem Essen soll man ruhen oder 1000 Schritte tun. Zum Ruhen, da hätte ich mir ganz gerne noch irgendwas mitgenommen, dass ich mich so ein bisschen gemütlicher noch hinpacken kann. Hängematte wäre cool gewesen, habe ich aber nicht dabei. Deswegen entscheide ich mich für die 1000-Schritte-Variante. Ich werde mein Camp hier soweit stehen lassen. Und ich werde jetzt gleich nochmal ein bisschen durch den Wald stromern und gucken, wenn ich das ein oder andere finde, was ich euch vielleicht zeigen möchte. So, was da so am Wegesrand liegt. Das ist auch faszinierend gewachsen, oder? Guck mal, dass da wie der Baum auch drauf reagiert hat. Bis oben hin. Übrigens so ein kleiner Tipp, wenn ihr alleine im Wald unterwegs seid, abseits der Wege, dann pfeift einfach mal immer mal wieder so zwischendurch so ein Lied. Auch wenn es jetzt dumm klingt, aber das hat einfach den Grund, dass wenn ihr euch sehr leise durch den Wald bewegt, gerade jetzt eben außerhalb der Wege, dass das Wild das durchaus manchmal nicht mitbekommt, je nachdem wie der Wind steht. Und ja, das halt wie das Pirschen ist. Und Pirschen, das versetzt das Wild ganz gerne mal in Panik, wenn sie es mitbekommen. Wenn ihr euch aber so ein bisschen, ja, einfach so ein Liedchen pfeift, dann merken die schon sehr weit im Vorfeld, dass ihr auf dem Weg seid und ziehen, und das Wild zieht dann langsam von dann und nicht halt kurz vorher, wenn ihr sie mehr oder minder überrascht oder die Distanz noch sehr gering ist und sie dann in Panik, ja,
loslaufen und flüchten, was einfach fürs Wild sehr, sehr viel Energie kostet. Gerade jetzt in den Wintermonaten verbraucht das sehr, sehr viel Energie, dieses Flüchten und vor allem dieses unnötige Flüchten ja letztendlich. Deswegen einfach mal irgendein Liedchen pfeifen, was auch immer, dann macht ihr euch bemerkbar und sorgt dafür, dass das Wild halt ganz entspannt einfach denkt, Mensch, okay, in der Ecke, da ist irgendwas, ich gehe in die andere, aber das Ganze halt ganz entspannt, ohne dass es mehr Energie kostet. Kann ich wirklich nur empfehlen und zu raten, gerade wenn ihr ja auch keinen negativen Einfluss auf die Umgebung haben möchtet. Ist das einfach so eine Kleinigkeit, die man machen kann, die keine Mühe kostet, die kein Geld kostet, die eigentlich gar nichts kostet, ja, außer dass man ein bisschen pfeift. Da hat sich ein Reh gemütlich gemacht. Kann man auch so ein bisschen erkennen, wie es lag. Aber wenn ihr sowas im Wald findet, dann habt ihr einen Schlafplatz und ich habe gerade sogar ein Stück entdeckt. Boah, ich mal gucken, ob ich das rausbekomme. Seht ihr das da hinten? Da, okay, das ist der maximale Zoom. Also, da wird nichts. Aber da hinten steht eins, direkt am Waldrand zur Wiese hin. Schaue ich gerade direkt auf den Spiegel. Das ist ganz entspannt, was eben auch damit zusammenhängt, dass ich hier am Pfeifen bin und durch die Gegend laufe, denn wenn ich ein Jäger wäre, wenn ich ein Raub bin, irgendwas, was halt schaden möchte, es geht leise durch den Wald, pirscht durch den Wald. Und da hast du halt wirklich nur so das Knacken der Bäume, beziehungsweise der Zweige, auf die man tritt, wenn man drauf tritt. Aber jetzt so Pfeifen, da wissen die, ja, das ist keiner, der mir unbedingt was Böses will, weil, ne, der wird sich nicht so bemerkbar machen. Und von hier aus dürfte es gerade eben losgezogen sein. Seht ihr das? Auch zwischen den Blättern da? Da geht die Trittsiegel in die Richtung. Das ist genau die Richtung, wo es eben stirnt. Ganz entspannt, hat sich umgeguckt, na, kommt das näher oder reicht das schon, wie weit ich gelaufen bin? Oder laufe ich vielleicht noch 20 Meter weiter? Oder halt an der Seite entlang. Sieht da vorne, ich kann es so beobachten, es läuft im ganz leichten Trab, wie schlendern, läuft das gerade die Wiese entlang. Ich lasse es jetzt auch in Ruhe. Ich werde da hinten mal raus auf die Wiese gehen und gucken, ob ich das aus der Entfernung nochmal so auf die Kamera bekomme. Auch nochmal ein schönes Beispiel. Stand hier. Und als ich näher kam, pfeifend, ganz gemächlich hier rüber gewechselt. Und dann hier vorne wieder rein in den Bestand. Und ist in etwa, ja, 30 Meter waren das vielleicht, 30, 40 Meter maximal. Ist das quasi parallel zu mir, nur halt in die andere Richtung gelaufen. Und auch da komplett entspannt. Hat mich wahrgenommen, wusste, okay, ich bin keine Gefahr. So kann man es nämlich sehen und beobachten, ohne dass man es in Angst und Schrecken versetzt. Das ist, wie gesagt, deswegen sage ich das so oft. Das werde ich auch in Zukunft noch häufiger sagen, weil man so, ja, schönen Anblick hat, ohne das Wild, ja, in Angst zu versetzen. Das ist jetzt einfach im Prinzip genau da, von wo ich kam. Es ist reingewechselt. Da vorne steht das sogar noch. Und ja, macht da halt weiter, wo man jetzt gerade beschäftigt war. Im Zweifel wieder callen. Und hier, das da, könnt ihr das sehen? Das dürfte ein Kaninchen gewesen sein. Lässt sich immer schön vom Feldhasen unterscheiden, weil das Kaninchen eher so kleine, geballte Häufchen macht, wo man dann sehr, sehr viel hat. Und der Feldhase macht mal hier ein bisschen, da ein bisschen, so ein bisschen mehr verteilt und gestreut. Aber nicht so unbedingt auf einem größeren Haufen alles. Das macht das Kaninchen lieber. Hier sind auch sehr, sehr viele Kaninchen. Also unzählige Feldhasen habe ich hier noch nie gesehen. Weiß ich nicht, ob es hier welche gibt. Aber denke ich mal, gerade weil die Felder hier halt sind, kann ich mir gut vorstellen, dass hier auch noch Feldhasen unterwegs sind. Aber ich habe noch nie einen gesehen hier. Definitiv nicht. Also ja, und wenn die sich auf ein paar Meter in der Sasse drücken, wenn ich dann nicht weiß, dass da gerade einer ist, dann sehe ich die auch nicht. Könnt ihr das sehen? Ich glaub's ja nicht. 5 Minuten vorher drüber gesprochen. Jetzt habe ich hier einen Feldhasen gesehen. Gerade am Waldrand sind die durchaus auch mal im Wald. Das kommt immer mal wieder vor. Auch wenn sonst Feldbewohner sind, aber so direkt an der Grenze ist es hier natürlich auch praktisch und die sind ja nicht dumm. Vor allem, wenn sie hier Zuflucht und Futter finden. Ach, wie witzig. Wenn ihr das so richtig schön sehen, die Löffel mit der schwarzen Spitze und auch von der Größe her. Ja, okay. Also habe ich hier doch Feldhasen gesehen. Ach, cool. Da war wahrscheinlich auch irgendwo eine Mulde, so eine kleine Sasse drinne. Und hat gewartet. Das war, boah, bis die Kamera an hatte. Was, keine 10 Meter war ich dran, wie er dann losgepäst ist. Da war ich ihm wohl zu nah. Sehr cool. Ich umschlag jetzt nochmal eben dieses kleine Stückchen hier, weil ich gucken will, ob das Reh auf der anderen Seite der Wiese rausgewechselt ist.
und ich das vielleicht noch mal für euch auf die Kamera bekomme. Ich bin ja auch ein Kamerajäger, aber immer nur mit gebührendem Abstand. Ah, schönen Tag, hat sich schon wieder sowas von gelohnt. Ich sage es ja so oft und ich sage so vieles so oft, aber ganz viele schauen mich ja nur hin und wieder mal und haben das vorher vielleicht nicht gehört oder schauen gerade neu rein. Es muss gar nicht immer eine Übernachtung sein. Einfach mal so einen Tag draußen verbringen. Bei Wind und Wetter, scheißegal. Es ist einfach herrlich und ist so ein Gewinn und so eine Bereicherung. Man sieht auch im Wald immer mehr, dass das wirklich die letzten Tage, ja eigentlich die letzten Wochen, ordentlich am Regnen ist. Also manche Gebiete sind echt richtig unter Wasser. Aber das ist ganz gut, dann kann sich der Grundwasserspiegel wieder gut auffüllen. Das ist nicht verkehrt. Wie gesagt, letztes Jahr im Winter war es hier alles knochetrocken. Da war nicht ein einziger Graben mit Wasser befüllt. Auch von daher freue ich mich, dass es dieses Jahr wieder so aussieht. Schaut mal, was ich hier gefunden habe. Das ist mal ein amtlicher Knochen. Mal gucken, vielleicht finde ich ja noch mehr hier in der Umgebung. Ja, tue ich. Hier ist Nummer 2. Okay, hier ist noch ein Knochen. Hier sieht man, ach, hier finde ich gerade den Rest. Moment. Hier. Seht ihr das? Da habt ihr so ein bisschen, das sieht aus wie die Reste von der Wirbelsäule. Und hier haben wir... Komm mit. Das gehört auch noch zur Wirbelsäule. Seht ihr das? Da. Ja, das ist auch noch alles Wirbelsäule. Hier ist auch was. Ich guck mal, ob ich irgendwo einen Schädel finden kann. Das wird die Sache so ein bisschen leichter machen für mich. Und der Knochen kann ich das jetzt so echt nicht sagen, nur dass es halt wirklich ein ordentlicher Brummer gewesen sein muss. Ah, ich hab's gefunden. Zähne, das ist leider nicht mehr alles da. Seht ihr die Zähne? Recht gut erhalten. Ah, hier ist nochmal der Rest. Seht ihr? Da haben wir noch den Rest. Aber mal da mit dem Unterkiefer noch. Da ist ein Stückchen Unterkiefer. Also das hier ist Reh. Und darunter habe ich auch noch mal einen ordentlichen Knochen gefunden. Aber es sind mindestens 2 verschiedene Tiere. Mindestens. Ich suche hier noch mal ein bisschen weiter. Die Rippenbögen habe ich jetzt auch gefunden. Die waren so ein bisschen darunter vergraben. Und hier haben wir, da haben wir dann auch den passenden Unterkiefer zu dem großen Schädel. Seht ihr? Mal richtig schön. Ja, das war ein amtliches Tier. Also ja, also da bin ich mir sehr sicher, dass sich da jemand die Trophäe vom Wildschwein geschnappt hat. Und dass es hier so verteilt war, liegt einfach daran, dass dann natürlich dann Füchse, andere Wildschweine und so weiter das auseinandergepflückt haben und verteilt haben. Ist doch immer wieder spannend, was man so alles im Wald entdecken kann, wenn man die Augen offen hält. Aber ich gehe jetzt mal weiter. Ja, wie gesagt, das müsste Wildschwein gewesen sein, wo sich jemand die Trophäen entfernt hat. Und hier hat es wohl eine Taube erwischt. Mann, hier ist aber viel zu finden. Noch einer. Mal gucken, was der Wald noch so alles offenbart. Das war es übrigens auch, was ich unter anderem meinte, dass sich mein Blick geändert hat. Ich nehme solche Sachen jetzt einfach wesentlich mehr wahr, als es vorher der Fall war. Merkt ihr vielleicht auch in den Videos, dass ich dann einfach immer mehr auf das eine oder andere halt einfach hinweisen und das eine oder andere zeigen kann. Was für mich persönlich einfach auch einfach, ja, eine Bereicherung ist. Ich laufe wesentlich langsamer und wesentlich weniger, weil mein Blick irgendwie die ganze Zeit auf den Boden gerichtet ist und auf die Bäume. Aber ich habe es ja nicht eilig, ne? Ich habe mein Tarp habe ich hängen lassen, meinen Rucksack habe ich mitgenommen. Ich wollte nicht alle meine Sachen, auch Fernglas und so, nicht da liegen lassen. Da habe ich dann irgendwie ein schlechtes Gefühl bei. Ja, aber ich werde hier bestimmt noch... Also das mit dem Lesen hat sich für mich gerade erledigt. Ich werde hier noch so ein Stündchen, 2 Stündchen, 3 Stündchen durch den Wald stromern. Dann gehe ich zum Tarp zurück
Und ja, dann geht's nach Hause. Aber erstmal nehme ich noch ein bisschen mit. Also in dieser Ecke herrscht viel Tod, muss ich ja mal so sagen. Selten so viele sterbliche Überreste gesehen. So, ich werde jetzt die Kamera wegpacken. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und ja, bis zum nächsten Mal.